Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Remember me. So, und wir sind hier im finalen Kapitel angelangt. Und lassen jetzt Edge ein bisschen labern. Der Konzeptionswürfel, das Herz dieser Korruption. Dieses Mal gelingt es, ohne Wenn und Aber. Erzähl mir von meinem Vater, Edge. Charles Cartier-Wells hat sich jahrelang eingeigelt und träumt von einer idealen Zukunft. Hier wurde H3O konzipiert. H3O? Memorized zentraler Server. Dort sind all diese Erinnerungen gespeichert. Nur dein Vater kann hinein. Du musst ihn überzeugen, dich hineinzulassen. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. 50 von 55. Und noch einen können wir sammeln, dann hätten wir nur vier übersehen. Das ist so. Na gut. Oh, auf einmal hier alles schwarz-weiß. Grau in grau. Und jetzt hier wird es wieder bunter. Ein bisschen. Okay. Diese blöde Stelle hat es ja auch noch. So ein bisschen, es ist ein Squid, lässt hier so ein bisschen grüßen. Zumindest, keine Ahnung, war das im. War das im Dreier schon, wo man da so an solchen blöden Wänden lang klettern musste? Oder kam das erst im Vierer? Bin mir nicht sicher. Wer ist das? Diese Stimmen. Dein Vater. Er behielt viele deiner Kindheitserinnerungen für sich. Das ist ekelhaft. Genie und Verzweiflung. Eine gefährliche Mischung. Cilla, du hast Entsetzliches erlebt. Aber es ist ein Fehler, deiner Familie den Rücken zu kehren. Ich helfe dir, Schatz. Meine Erfindung lässt dich alle schlimmen Erfahrungen vergessen. Aber im Prinzip ist es hier relativ einfach, da entlang zu klettern. Okay, ich muss wohl schon da lang. Und. Okay. Und hier. Zack, in das Zimmer. Ich sehe nur blasse Fragmente meines Lebens. Lautlos, fade, dumpf und tot. Mach das Familienalbum später fertig. Charles ist in der Nähe. Du hast's fast geschafft, Schwester. Der Albtraum ist fast vorbei. Sicher. Was ist das? Mein Vater. Seine Arbeit ist sein Leben. Und ich soll ihn überzeugen, es zu zerstören? Seine Arbeit war der einzige Weg, das Leben zu retten, das er so sehr liebte. Was meinst du? Schau dich um. Schmerzliche Erinnerungen zu löschen. Einen Autounfall zu vergessen. Mein Gott, er tat all das für mich. Und du bist der einzige Mensch auf der Welt, der ihn überzeugen kann, es zu Ende zu bringen. Ich kann alles. Alle wieder hinkriegen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Nur etwas mehr Zeit. Nun soll er seine eigene Medizin schmecken. Tun wir es.
Der erste Remix. Papa, kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Schlauchchen. Mami mag Jax nicht mehr, weil er böse war. Schön ruhig. Ich mache alles wieder gut. Mamis Bein heilt nicht mehr. Es ist zu spät. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt helfe ich erstmal meiner Kleinen. Testsubjekt Nummer 1. So ist das also. Nirre? Na, wie fühlst du dich? Meinst du, Mami hasst Jax? Nein. Warum? Hat er was Böses gemacht? Nein. Nein, hat er nicht. Nun geh wieder spielen, ab mit dir. Okay. Daddy hat zu tun. Hab dich lieb, Papa. Ich hab es, Silla. Ein Heilmittel gegen das Elend. Damit lindere ich deinen Schmerz. Und wir werden wieder glücklich. Dann befreie ich die ganze Welt vom Schmerz. Eieiei. Ziel aktualisiert. Bringen Sie Charles dazu, Nillin zu töten. Dann spulen wir mal zurück. Also, ich weiß nicht. Dem brennt ja schon irgendwie der Kittel, ne? Also eine schmerzliche Erinnerung. Es war, mag zwar nichts Schönes sein, aber... Naja. Es ist halt... Papa, es gehört halt dazu. Kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Schlauchchen. Mami mag Jack mehr. Ruhig. Ich mache alle gut. Aber wir müssen uns das ja nicht alles nochmal anhören. Ja. Helfe ich erstmal meiner Kleinen. Jägerhandschuh-Prototyp. Den Remix remixen. So, die müssen wir uns jetzt aber wie gewohnt erst wieder angucken. Zilla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mamereferik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Ich war einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Kannst du auf den Händen Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Wenn ich das Reden wir morgen könnte. Drüber, ja? Jetzt denke ich, es ist besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war.
Ich sollte dich bestrafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen. So, spätestens jetzt versteht man, welche mit welchem Remix ich das verwechselt habe und wo ich da, wieso ich da vergeblich nach weiteren Fehlern gesucht habe. So, wollen wir doch mal gleich gucken. Becherhalter lösen. Ich bin mir nicht sicher, ob das exakt das Richtige ist. Oh, Moment mal. Halt. Stopp. Hä? Moment. Kann ich das jetzt noch machen? Ja, gut. Zilla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Okay, ich muss doch nochmal zurückspulen und zwar ein bisschen weiter. So, erstmal den Sicherheitsgurt entriegeln. Den braucht doch eh keiner. Zilla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mame Referik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja. Ich muss mal gucken. Moment mal. Und der Verkehr war. Ach, ich kann nur den LCD-Bildschirm einschalten? Nö, das will ich nicht. War schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja. Jax wird ja jetzt aktiv. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnis speichern macht wirtschaftlich mit. Halt, stopp, zurück, da war was. Erstmal die Frontscheibe zerbrechen. Wirtschaftlich. Ich kümmere mich um ihn, sobald wir zu Hause sind. Versprochen. Da war doch noch was. Wir zu Hause sind. Wieso zum Teufel? Wie kurz die alles immer nur da sind, diese Dinge. Das ist Wahnsinn. Neu starten. Ist Jax für immer kaputt? Siehst du? Dein Roboter repariert sich selbst. Jo, da war gerade wieder eine Option, die will ich natürlich machen. Steckdose kurz schließen, so. Was zum? Oh! Jax! Nelin, hör auf, das ist gefährlich. Ich glaube, das war's sogar schon. Nicht wisst, dass es nur eine Täuschung ist, könnte man ja fast anfangen zu heulen an der Stelle. Sah schon Nellen. Ziemlich traurig aus. Oh mein Gott, was habe ich getan? Hm.
Nellen! Nellen! Mein kleiner Schatz. Zeit zum Aufwachen. Nellen. Nellen. Mein Kind. Verzeih mir. Ich war nicht begabt, nur eine gute Schülerin. Du warst ein Experiment, Nellen. Mach ihn fertig. Tu es. Oh, Edge. Welch tragische Verschwendung. Staub. Oh, ich verstehe. Du hast den Remixer neu gemixt. Das ist sehr clever. Du musst alles stoppen, Papa. Die Experimente, den Missbrauch, die Lügen. Die ganze Welt stirbt an zu viel Amnesie und falschen Erinnerungen. Das Grauen, das ich fand. Es schien so perfekt. Eine solche edle Idee. Nein, Charles. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Du hast deine eigene Tochter als Versuchskaninchen benutzt. Und deine Frau auch, wenn ich es zugelassen hätte. Du hast mir nie verziehen. Warum bist du heute hier? Weil ich dich geliebt habe. Und weil du immer noch ein Genie bist. Es tobt ein Bürgerkrieg, Charles. Hass. Angst. Unruhen. Leid. Alles, was du beenden wolltest. Wir sind schuld, Charles. Und es muss aufhören. Wir sind fast da. Wir müssen den Fluss an der Quelle unterbrechen. H3O abstellen. Das Sicherheitssystem ist unknackbar. Es sei denn... Es ist Zeit. Es sei denn, wir genehmigen den Zugang. Gemeinsam. Und voilà! Deshalb wolltest du, dass ich sie remixe. Nur sie konnten Zugriff zum zentralen Server gewähren. So, Schwester, nun musst du den Job beenden. Zugangsprotokoll H3O. Stimmerkennung. Bereit. Memorize. Hominis Evolutio. Seile, Charles. Identität bestätigt. Zugang zu Memorial Server frei. Du bist eine bessere, stärkere Cartier Wells als dein Vater und ich. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Hier, für dich. Ich brauche dein Gedächtnis nicht mehr. Als du noch klein warst, kamst du mich oft besuchen. Mit diesen Erinnerungen findest du deinen Weg.
Danke, Papa. Bitte, mein kleines Schlauchchen. Wir warten hier auf dich. Gleich wird H3O abgeschaltet. Du hast es geschafft, Schwester. An einem Tag gelang dir, was die Terroristen in 10 Jahren nicht geschafft haben. Aber Verbrecher sind wir dennoch. Bei deinen Verbindungen solltest du dir keine Sorgen machen. Ich werde dich also endlich treffen? Ja. Folge der Reminiszene, die dir dein Vater gab. Dann ist alles vorbei. Wie kann ich H3O denn abschalten? Wie auch jede andere Maschine. Edge! Wie jede andere Maschine? Edge! Stecker ziehen. Edge! Fragezeichen? Also, ich würde halt mal den Stecker ziehen. Ganz einfach. Oh. Ah, sehr schön. Die Erinnerungen scheinen ja jetzt wohl wieder da zu sein. Und wer hatte sie? Der Papa. Ja, böses Mädchen. Warum gehst du dann auch dahin? Mensch, Mensch, Mensch. Aber da sieht man mal wieder, was man nicht so alles anrichten kann. Und das nicht mal aus... Und das nicht mal aus Boshaftigkeit. Sondern aus reiner Nächstenliebe. Bin ich hier noch richtig? Hier verändern sich auch dauernd die Wände. Ungefähr so. Erinnert schon echt arg an... so ein bisschen Assassin's Creed zum Teil. Ich war kein sehr glückliches Kind. Das scheint wohl echt... Jax war dein einzig wahrer Freund. Da bist du. Du hast nicht geantwortet. Lange hatte ich deine Erinnerungen nicht mehr erlebt. Fast vergaß ich, wie sie schmerzen. Was heißt neu erlebt? So viel Schmerz, Schwester. Und so lang, so leer, so... wahr. Edge, du machst mir Angst. Weiter, kleine Schwester. H3O muss verschwinden. Genug jetzt! Nimm meine Hand! Wir kommen zu spät! Den nehme ich mit. Jetzt haben wir hier vielleicht dieses Stückchen Reminiszene nicht gesehen, aber... ich glaube, das ist jetzt nicht so dramatisch. Auf zu Papas Stuhl und dem zentralen Server. Und da bin ich. Dann würde ich sagen, zieh mal einfach hier, mal einen Stecker. Wo alles begann. Ja, es war hier, wo du mich gebarst. Ist dieser Ausdruck nicht ein wenig beleidigend, Bruder? Es ist nur eine Frage der Perspektive. Wann kamst du drauf? Genau. Edge ist H3O. Jetzt weiß ich. Natürlich. Wirklich, ich will sterben. Ich lüge nicht. Wer bist du? Wirklich? Ich bin Edge. Ein Spontanwesen aus der Jauchegrube, in die der Mensch seine grauenhaftesten und schmerzlichsten Erinnerungen versenkt. Ich bin H3O. Meine erste Erinnerung sind die Tränen eines Mädchens. Ich bin das Kind von Memorize und sein schlimmster Feind. Der Vater der Leaper und ihr Todesengel. Ich bin dein Freund. Du musst mich töten. Und wenn ich nicht will? Du hast keine Wahl, Schwester. Du musst dich mir stellen. Und solltest du nicht gewinnen, vernichte ich dich. Hm.
Ich habe Angst. Auch ich. Und los geht's. Und ich hatte ja tatsächlich kurz gedacht, dieses Spiel hört der finale Kampf in diesem Spiel ist einfach der finale Remix. Hatte ich mal kurz gedacht und dann, ja, als ich zu dem Stuhl kam, beziehungsweise als sie mich dann da reingelassen haben und so, zu dem Stuhl kam, ist mir es doch gedämmert. Ich werde doch noch mit einem finalen Kampf belohnt. Hallo, Schwester. Zerbrechen wir deines Vaters Lieblingsspielzeug. Edge, ich will nicht gegen dich kämpfen. Musst du aber... Ich bin H3O. Edge war nur ein Teil von mir. Ein Agent. Geschaffen, partitioniert und gesandt, dich zu finden und herzubringen. Aber du bist Terroristin. Du schworst, das Wüten von Sensen zu beenden. Ich bin H3O. Ich bin Sensen. Ich bin die Liebe. Töte uns. Ah, 3-0. Zack. Und dann müssen wir irgendwas machen jetzt? Dürfen wir loslegen? Zerstöre den schwarzen Gedächtniswürfel, damit ich mich nicht mehr erinnern muss. Ja, darf ich? Ich dachte, ich könnte vielleicht... Dieser Würfel ich hier? Birgt einige meiner schlimmsten Erinnerungen. Zerstöre ihn! Zerstöre den schwarzen Gedächtniswürfel, damit ich Gut, mich was? Nicht mehr erinnern muss. Okay, ich kann scheinbar nicht... Dieser... Was kann ich mit dem Würfel machen? Kann ich ihn mit dem DOS verletzen? Nein? Ich weiß jetzt halt tatsächlich nicht, was ich hier machen muss. Zerstöre den schwarzen Gedächtniswürfel, damit ich mich nicht mehr erinnern muss. Ah, Raserei. Gut, dann würde ich mal sagen, Raserei. Stell dir den Moment vor, da ich mir meiner selbst bewusst wurde und verstand, wer ich war. Okay, ich würde sagen, ich sollte vielleicht mal hier so machen. Neues Leben steigt aus den grausigsten Erinnerungen der Menschen. Raserei! Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Ihr wahren Freunde! Oh, das war der erste Teil. Der erste Teil war schon. Und der erste Balken ist weg.
Und nun? So, jetzt der zweite Teil wird natürlich ein wenig schwieriger. Müssen wir mal gucken. Du hast meine Szenario-Prognosen übertroffen. Ach so, irgendwas. Hoppala. Ich weiß nicht so recht. Ich wollte eigentlich auf den Würfel schießen. Oder warte mal, muss ich jetzt hier erst noch das... Dein Vater hat den ich kann nicht auf den Würfel schießen. Okay. Dann machen wir mal das hier. Ah, warte mal. Ich glaube... Das wäre das Richtige. So, dann schießt er nämlich auf das Ding. Aha! Aber das Versprechen eines Glücks nach Maß war zu verlockend. Ach nee! So ein Dreck. Könnte ich mal ein bisschen... so ein ganz kleines bisschen mal mehrere Angriffe verketten. Boah. Geht irgendwie gerade echt überhaupt nicht. Die sind so schnell mit dem Angreifen. Und erneut. Schuldgefühle, Nelly? Weißt du noch, wie du Frank Fordert Gedächtnis umgeflügt hast? Sein Leben wurde so unerträglich. Er musste ein Ende machen. Holla die Fee. Was macht der Spammer? Ich sollte vielleicht doch... Wie viel hält das Ding noch aus? Endlich. Und noch eine. Eine noch. So, was diesmal? Beziehungsweise. Wo ist der schwarze Würfel? Was? Was muss ich machen? Eine Dystopie, die aufblitzte im unschuldigen Fehler eines ungezogenen Kindes. Ironisch nicht. Verzweifelte Bedürfnis, die Welt zu verändern. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich machen muss. Aus dem gezackten Ei eines Autowracks. Pum, 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 pum. Vielleicht sollte ich einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Vielleicht benutzen wir jetzt doch einfach mal einen DOS. Deine Mutter schuf sich neu ohne. Okay, und Raserei. Moment,
Aber du hast dir erzählt, der Unfall sei an. Und DOS. Und Raserei. Hui, hui, wo bin ich eigentlich? Hallo, Hilfe! Und dann würde ich sagen, machen wir doch direkt ein DOS wieder raus. Und wo ist es denn? Wo ist der dämliche Würfel? Hallo? Ah! Ich muss auf den Schwachpunkt ballern, was? Zum Teufel. Ich warte jetzt hier einfach und bam. Ich sollte hier aufpassen, dass ich nicht zu arg getroffen werde. Bin nämlich fast schon im Arsch. Oh Mann, das Ding hält immer noch. Oh Mist, da bin ich getroffen worden. Oh shit, shit, shit. Ich sollte vielleicht doch. Oh Mann, und jetzt. Das ist so unnötig. Immer hier mit null anfangen. Die aufblitzte im unschuldigen Fehler eines ungezogenen Kindes. Ironisch, nicht? So, ich brauche jetzt wieder das DOS, weil ich jetzt erneut den Würfel boxen darf. Liebe. Hass, Schuld, das verzweifelte Bedürfnis, die Welt zu verändern. Alles schlüpft aus dem gezackten Ei eines Autowracks. Deine Mutter schuf sich neu, ohne je eine einzige Sekunde dieses Moments zu vergessen. Okay. Dann, ach so. Aber du hast dir erzählt, der Unfall sei allein ihre Schuld. Und DOS. Und Raserei. Und ab zu dem Würfel. Keine Gewissensbisse, Nillen. Nicht mal wegen deiner Mama. Cilla Cathy Wells, du ungezogenes Mädchen. Hä, warum? Dann eben. Natürlich. Das ist immer so gemein an solchen Stellen. Komm, ich hau doch lieber sowas raus. Alter, ich krieg halt immer von diesen Wichsern hier. Alter, ich stehe halt mittendrin, ne? Keine Chance. Und die.
Hey, wenn die mir ja nicht ständig Damage geben würden hier. Keine Chance hier. Holla, die Fee. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Wäre echt blöd, wäre das. Ich glaube, dann muss ich nämlich den letzten Kampf auch nochmal machen. Weiß nicht, ob hier gespeichert wird oder wurde. Wobei, kommt noch was? Ich weiß es jetzt gar nicht. Könnte auch sein, dass er gar nichts mehr kam. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier noch ein Combo machen muss. Oder nicht. Es tut mir leid, Edge. Du bist nicht schuld, Schwester. Mach mich jetzt fertig. Mach mich jetzt fertig. Los. Der Schmerz löst sich auf. Und ich mit. In wenigen Sekunden gebe ich all mein Gedächtnis den Menschen zurück. Adieu, Nillen. Auf nie vergessen. Ein Freund sagte mal, das Gedächtnis eines einzigen Menschen ist eine Festung komplexer als die größte Stadt. Aber wir fanden den Schlüssel zur Burg. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Mein Freund hieß Edge. Geboren aus dem Missbrauch von Sensin, verstand er als Erster, dass wir dem Abgrund zustrebten. Edge starb, um uns zu erinnern, dass man die intimsten Türen nicht öffnen darf. Und dass Leid und schmerzliche Erinnerungen eben Teil unseres Lebens sind. Mein Name ist Nillen Cartier Wells. Ich bin Gedächtnisjägerin. Ich kann alles über dich erfahren. Ich kann dich alles glauben machen. Das ist meine Gabe. Mein Vermächtnis. Zum ersten Mal in meinem Leben erinnere ich mich genau, wer ich bin. Außerhalb meiner Festung wartet nun eine Familie und eine neue Welt auf mich. Eine kaputte Welt, die man heilen muss. Das hat mich mein Freund gelehrt, bevor er verschwand. Ich werde ihn nie vergessen. So, das war's. Das war Remember Me. Und ich muss sagen, am Ende doch so ein bisschen leicht, ja, philosophisch. Ich sag jetzt mal philosophisch. Also mit der Aussage, dass die, ja, das böse, schmerzhafte Erinnerungen halt einfach zum Leben dazugehören und ja, die sollte man, die darf man nicht löschen, die darf man nicht vergessen, beziehungsweise ja, vergessen in gewisser Weise schon, aber
Ja, nicht löschen halt. Aber, ja. Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das jetzt auch noch eine, ja, quasi drittes Mal komplett durchzuspielen. Und ja, ich weiß nicht, besonders schwer war es ja jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich habe sogar auf schwer durchgespielt und selbst da war es nicht schwer. Ich muss sagen, ich habe mir halt, ja, beim ersten Durchlauf habe ich mich doch weit dümmer angestellt als bei diesem jetzt hier. Aber ja, zum Teil halt erstmal, weil ich so ein bisschen halt in die Kampfmechaniken so reinkommen musste und dass man das eine so machen kann, das andere so machen konnte. Und natürlich wusste ich jetzt halt, wie ich den einen oder anderen Gegner halt gut und einfach besiege, weil ich es halt schon mal gemacht habe. Und ja, ansonsten stelle ich mich halt beim ersten Mal in solchen Spielen sonst auch immer relativ doof an. Vor allem, weil ich dann halt immer hier gucke und da gucke und oh, kann ich da noch was entdecken und da noch was und dann kommen da irgendwelche Gegner und dann muss ich gegen die kämpfen. Und ja, was soll ich das sagen? Ja, und dann klappt das erstmal nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich muss sagen, ich habe anfangs auf jeden Fall ein bisschen mehr aufs Maul gekriegt von so ein paar einfachen Gegnern, die halt irgendwie, jeder hat ja irgendwie so seine Attacke, seine spezielle Attacke. Und dann haut halt mal der eine drauf. Beziehungsweise dann treffen die mich halt irgendwie und ich, Trottel, hab's halt na, wieder nicht gerafft, irgendwie auszuweichen und so. Vor allem hier dieses, ja, die Kombos am Leben zu halten. Besser, also, so wie ich es jetzt getan habe. Also das musste ich erstmal hinkriegen, das habe ich anfangs quasi überhaupt nicht hingekriegt. Aber, passt schon. So. Wie lange geht denn dieser Abspann eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ja so ein Trottel, der sich den Abspann beim ersten Durchspielen schon einfach einmal komplett anguckt, beziehungsweise teilweise stehe ich dann halt auch einfach auf und gehe weg und lasse ihn einfach durchlaufen oder was auch immer. Und dann nehme ich das Spiel halt nochmal auf und spiele es nochmal durch und dann will ich halt den Abspann auch noch aufnehmen und lasse ihn nochmal komplett durchlaufen. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt ja auch kein, auf jeden Fall kein Dreiviertelstunden-Abspann, wie bei GTA zum Beispiel. Der dürfte sich hier relativ kurz halten. Wobei es ist ja nicht nur GTA, wo Abspann lang ist, das ist nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ich glaube bei Assassin's Creed sind die Abspänne auch recht lange. Aber naja. So, wollt ihr noch irgendwas sagen? Oh, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gleich noch was Neues anfange. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen, die noch nicht fertig sind. Und vielleicht mache ich auch die jetzt erst fertig. Mal gucken. Vielleicht mache ich jetzt auch was Neues. Mal gucken. Beziehungsweise, oh, mal schauen, was als nächstes kommt. Wie gesagt, momentan ist es ja eher so, dass ich oft irgendwie, keine Ahnung, ich hatte jetzt wieder mal lange Zeit keine Lust irgendwie aufzunehmen. Man muss mich da quasi immer irgendwie zusammenraffen, mal wieder aufzunehmen. Jetzt hat es mal wieder schön Spaß gemacht, aufzunehmen. Und ja, es ist momentan so, es kommt nur was, wenn ich Bock drauf habe. Und wenn ich keinen Bock habe, dann kommt halt nichts. Ja, meistens habe ich dann irgendwie trotzdem noch ein paar Folgen
auf Vorrat, die ich einfach nicht hochlade. Bis ich mal wieder aufnehme. Und dann lade ich die vorrätigen Folgen hoch und produzieren nebenher neue. So, Abspann. Jetzt ist aber mal gut. Ich würde gerne jetzt ins Bett gehen und Haier machen. Aber da lese ich jetzt schon wieder das Wort Motion Capture. Das war weiter oben schon mal. Und jetzt kommt hier nochmal eine PR Agency. Ach ja. Hey. Capcom USA Inc. Dum dum dum, der Präsident und Chief Financial Officer und der Vizepräsident und noch einmal und im Hintergrund kommt noch mal Gedudel. Soll uns das advisen, dass da jetzt noch mal Musik kommt, bis der Abspann fertig ist und dass das jetzt hier noch mal ein paar Minuten dauert? Komm schon, muss doch nicht. Komm, nein, nennt doch einfach. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht, ja. Nee, nennt doch einfach alle Beteiligten alphabetisch dem Namen nach, der Reihe nach. Und zack, 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 zack. Und da ist der Abspann ruckzuck rum. Ich bin ja irgendwie immer der Meinung, dass es Leute gibt, die im Abspann mehrmals genannt werden. Einfach weil sie bei verschiedenen Stellen mitgewirkt haben oder so. Oder eben, keine Ahnung, Strategic Marketing. Das ist da einer dabei, der auch woanders mitgebastelt hat. Aber er wird dann halt hier nochmal genannt, ich weiß es nicht. Könnte man eigentlich mal auf sowas, könnte man mal achten. Ich meine, vor allem bei Abspenden, die wirklich so lange ist, sind da wirklich so übermäßig hart viele Leute mit dran beteiligt. Oder wenn da wirklich Leute doppelt genannt, weil sie einfach zu verschiedenen Bereichen mit dazugehören. Gut, hier sind natürlich auch so verschiedene Firmen noch mit dabei, die da auch beteiligt sind und die werden dann halt alle genannt und so, aber ich weiß nicht. Vielleicht täusche ich mich da auch bei diesem Gedanken, dass Leute doppelt genannt werden oder vielleicht sogar dreifach. Vielleicht täusche ich mich da. Könnte sein. Vielleicht habe ich aber auch recht damit, ich weiß nicht. Ach so, was müsste man echt mal achten. Aber, keine Ahnung, da müsste man dann halt echt schon auf den richtigen Namen stoßen. Ich meine, nehmen wir mal an, da ist ein Name, der wird mehrfach genannt. Weil er halt bei verschiedenen Bereichen beteiligt war oder bei verschiedenen Abteilungen, keine Ahnung, wie auch immer man es nennen mag. Ja, und der wird mehrfach genannt. Dann muss man diesen Namen halt erstmal finden. Ja, ich könnte mir jetzt diesen Lukas Rimkowski könnte ich mir merken. Und jetzt mal drauf achten, ob der hier nochmal irgendwo genannt wird. Aber vielleicht wird er nicht irgendwo genannt. Vielleicht ist es der Pavel Ziaika, wie auch immer. Also der Toni Albrecht. Vielleicht der. Oder Piotr Mugermann. Mugermann, ja. Ta-ta-ta-ta-ta. Natalia Blonska. Und dann kommen hier Enzyme Testing Labs.
Und da kommen die nächsten Leute, die genannt werden wollen. Eieiei. Mann. Es ist doch einfach schön, wenn man irgendwo einen kurzen Abspann hat. Es dauert dieser Abspann doch echt schon länger, als ich dachte. Oh! Finally! Kaum beschwere ich mich, dass er länger dauert, als ich dachte. Und da kommt das Ende des Abspanns. Ja, prima. Wollen wir gleich mal reingucken. Wie viel Prozent wir geschafft haben. Sag mal, wie viel wird denn da jetzt noch genannt? Ist es endlich fertig? Ah, klar, Physik muss auch noch genannt werden. Von Nvidia. Und Dolby Digital. Ach gut, okay, ich glaube, ich kann doch noch ein paar Minuten weiter labern. Wenn es nicht mit den Special Things jetzt war. Ja, Special Things, bla bla bla, dann nochmal Things. Oh. Gucken, ob da irgendwo ein Name ist, den ich gerade schon einmal irgendwo hatte. Kommt mir irgendwie keiner bekannt vor. Ah ja. Und noch ein paar Thanks zu den Testern. Ja, die hatten doch schon einige Tester. Die werden jetzt hier schön alphabetisch einer nach dem anderen genannt. Halla, die Fee, Mensch, so umfangreich war das Spiel doch jetzt wirklich nicht, Mensch. Dass da so viele Tester testen mussten. Oder überhaupt so viele Leute da drin arbeiten mussten. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass so viele Leute an einem Spiel mitwirken. Es sei denn, es gibt wirklich übermäßig viel zu tun. Thanks for playing, ja. Remember you soon. Oh, habe ich gerne gemacht, das Spielen. War ja schön. So, komme ich dann automatisch ins Hauptmenü? Oh, tatsächlich. Gut, dann drücke ich mal Start und Enter. Und wir gehen dann tatsächlich hier rein. Geschichte erneut spielen, Episode dann, Option. Komme ich bei den Extras? Na, kann ich mir nur diese Artworks und 3D-Galerie, das ist nicht, was ich will. Geschichte neu spielen. Nein. Episode laden. Gehe ich mal kurz hier hin. Ja. Hä? Was? Ich habe doch hier gerade Episode laden. Fortschritten, Kontrollpunkte, aber diese Episode gehen verloren. Ja, passt schon. Ich will, weiß jetzt echt nicht, was du willst mit den scheiß Erfolgen. So, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz was gucken. Wobei, eigentlich ist es auch wurscht. Ich muss meinen Vater konfrontieren. Oh, nee. Okay, ich würde sagen, ich lasse das jetzt hier doch sein. Und weil ich kann diese Sequenz hier leider nicht überspringen. Oder geht es doch irgendwie? Schatten auf der Leinwand meines Lebens.
Okay, jetzt habe ich, glaube ich, ganz was Blödes gemacht. Egal. Dann würde ich sagen, war's das hier hiermit. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich noch die Dings zeigen. Ja, wie heißen sie? Diese Erinnerungsstücke, die man da noch sammeln kann. Da wollte ich jetzt nochmal reingucken, aber gut. Lass mal das und dann würde ich sagen, ja, bis denn und vielen Dank fürs Zuschauen.